Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hä? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5. Der Klicker. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Audrey letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen, okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewachen, im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Okay. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube... Meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Entschuldigung. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Nie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was? Die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht... Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Er wurde abgeholt. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Schön. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Interessant. Der hat unsere Seiten gelesen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Sehr schön. Oh, ein sehr schöner Schatten übrigens. Halt immer schön das Licht auf. Ich hoffe, es reicht. Gut, folgen wir ihr. Der muss gar nicht. Es sind keine Flaschen, es sind Kannen.
Perry? Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Das sind nie meine Sachen. Es ist eine Schrotflinte. Ich hatte eine Pumpgun. Wheeler, Sie müssen hier bleiben. Was? Nein. Wir machen den Heli-Start klar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Decke. Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist und was schaffst. Hallo, Mr. Breaker. Hier spricht Barry Wheeler. Ja, ich weiß, es ist spät, aber hören Sie. Der Sheriff, Sarah, hat mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Sie sagte, Night Springs, okay? Ich schätze Sie. Ja, Sir, okay, ich... Nein, ihr geht es gut. Sie ist bloß beschäftigt, also bat sie mich. Oh nein, nein. Eigentlich bin ich Literaturagent, Sir. Ich helfe nur aus, weil sie wirklich beschäftigt ist. Wir stehen noch rum. Der, den Sie wohl am ehesten kennen, ist Alan Wake. Was? Im Ernst, freut mich zu hören, Sir. Ich sage Ell, dass Sie das gesagt haben. Das ist echt nett. Aber ich muss dringend noch Anrufe erledigen. Haben Sie alles verstanden? Ja, das stimmt. Okay, danke, Sir. Auf Wiederhören. Hey, der Vater von Sarah ist ein großer Fan. Sagte, du bist das Beste, was dem Krimi seit James Ellroy passiert ist. Ich glaube aber, er war etwas angeheitert. Hallo? Hier spricht Barry Wheeler. Ich rufe im Namen des Sheriffs an. Sarah sagt Night Springs. Okay? Okay, ciao. Habe es mal im Controller weggelegt, will mal weiterhören. Hallo? Hier spricht Barry Wheeler. Ich habe eine Botschaft von Sarah. Night Springs, okay? Bis dann. Hallo, Ma'am? Tut mir leid, wenn ich störe. Hier spricht Barry Wheeler. Sheriff Breaker lässt ihn ausrichten. Wheeler? Ma'am, sie bat mich... Nein, ich... Ja, aber Breaker bat mich... Oh, das ist eine alte Dame. Die hat Zeit. Ich glaube, das hier wird ein Weilchen dauern, Nee, ruhig. Nö, ich habe auch Zeit. Wir sind gerade bei 8 Minuten. Ma'am, ich... Ja, aber... Nein, halt! Ma'am, bitte, ich... Ja, aber ich wollte ihn doch noch so mit den... Ich hab hier doch so eine Teekanne. Die ist kaputt und, Aber Ma'am, ich soll nur... Ja, ach, ich hab früher auch mal jemanden gekannt wie sie. Er war Ma'am, auch, hören Sie mir doch... Er war auch sehr jung. Und aber damals hat... Und damals hat er auf dem Bauernhof ge... So. Das wird zu langweilig. Fand ich geil, dass sie sowas eingebaut haben, so eine Endlos-Wiederschleife. Jeder hat doch mal auf Arbeit oder so meine alte Frau angerufen. Oder zumindest mit einer gesprochen. Mist, was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Natürlich. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Ich habe übrigens fast vergessen zu speichern, indem ich ins Licht gehe.
Kann ich hier rein? Nee. Prinzipiell nicht. So. Ich glaube, wir nutzen mal wieder den alten Weg hier. Bläh. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Wir müssen zum Pferd kommen. So. Was gemein so mit diesem Schattenzeug. Oh, wir sind irgendwie angemessen bewaffnet. Das kann man auch nicht verkehrt sehen. Aber trotzdem ist es ein bisschen mau, was ich hab. Ist hier eine Leiter? Tatsächlich. Oh, das hat mich fast erledigt. Fast erschlagen. Links. Gefällt mir nicht. Ich habe übrigens auch das zweite Spiel, America's Nightmare. Spiele ich natürlich auch irgendwann. Kann ich das von hier aus anleuchten? Jo. Wie sieht denn das denn aus? Er packt denn so? In light you can hurt them. Nicht kannst du sie verletzen. Nein, doch nicht ins Schatten. Das Fieseste, was man machen kann, Schatten da platzieren. Och nö. Das haben wir schnell gelöst. Oh, da muss ich hin, okay. Das sieht nicht sonderlich stabil aus. Hey, Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Das Bright Falls damals die Inspiration für die Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Kriege nicht zu fassen, so. Aua! Das tut weh! Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli.
Wo denn? Wo soll ich denn hin? Das ist ja aber folgen. Ja, dann lauf. Toll. So viel zum Thema folgen. Das ist so verschwommen, ich sehe kaum was. In der nächsten Folge geht's weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bla 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 bla. Aber mal schauen, wie es weitergeht.